Willkommen zu Let's Board Game und dem Let's Play zum Spiel Firefly. In diesem Let's Play werde ich das Szenario zum ersten Mal der Captain spielen. Das ist so das Einstiegsszenario, was empfohlen wird für neue Spieler. In dem es darum geht, dass man seinen Frachter bekommen hat und jetzt erstmal durch das Wirth reisen muss, um seine ersten Moneten zusammenzukratzen, um das Transportschiff final abzubezahlen und um dann ein freier Captain zu sein. Und ich würde sagen, wir fahren nicht lange rum und springen direkt in den Spielaufbau. So, nachdem der Spielaufbau nun absolviert wurde, hat sich Malcolm entschieden, auf Persephone zu starten. Und Womack startet auf Athens, oder Athens, wie man es nennen möchte. Beide haben dementsprechend die Mission entsprechend des Spielaufbaus für diese Startmission gemacht. Hier werden dementsprechend Missionen von Amon-Dul und Harkon angeboten. Nicht wie bei den anderen Szenarien, auch noch von Niska, Patience und Badger. Somit hat jetzt jeder Spieler zwei Missionen. Malcolm hat zu Beginn die Mission einmal einen klassischen Transportjob. Hier ist es dann von Persephone nach Osiris zu fliegen. Und als zweites hat er einen illegalen Job. Da muss er nach Sinon und danach nach Boros hinten bei Georgia fliegen. Womack hat zwei Missionen auch angenommen. Einmal Aufstandsunterdrückung, Ranger Unruhen, das ist auf Athens, das ist ganz praktisch, direkt neben seinem Startfeld. Und dazu hat er noch den Waffenschmuggel nach Jiangjin. Hier muss er danach nach Santo fliegen und von Santo nach Jiangjin. Jiangjin dürfte dort sein. Also beide haben schon eine Transportmission und eine kleine Produzieren-Aktion. Welcher Spieler anfängt, ist dementsprechend durch einen Würfelwurf am besten zu entscheiden, meiner Meinung nach. In dem Fall Womack fängt an und beginnt somit die Runde. Da er eine Mission hat, die direkt auf Athens zu absolvieren ist, hat er nun die Möglichkeit, nach Athens zu fliegen. Dort erhält er automatisch für $200 plus $200 pro Pistolensymbol, das ist in dem Falle zwei Stück bei Womack. Zusätzlich bekommt er noch 300, weil er ein Soldat ist, und er bekommt 500 von seiner persönlichen Fertigkeit. Das heißt, in dem Falle sind es dann 600, 900, 1000, $400, ohne dass er wirklich was machen will. Also perfekte Startmission für ihn. 1400 Kredite. Nachdem diese Mission erfüllt wurde, wird automatisch bei Harkon als zuverlässig deklariert und ist nun mit seiner zweiten Aktion drin. Beim Startaufbau hat er gesehen, dass auf Regina interessante Karten sind. Da ist zum Beispiel Kylie, eine Dreifach-Mechanikerin, entscheidet sich somit mit seiner zweiten Aktion, seinen Treibstoff einzusetzen, um nach Regina zu fliegen. Hat dann hier den ersten Schritt. Ich lege jetzt auch mal die Flugdecks hier mit auf den Spielplan. Erstes Feld, Reaver auf Beutezug. Der Spieler zu deiner Rechten muss das Reaver-Schiff innerhalb des Grenzraums um einen Sektor bewegen. Danach fliegt weiter. Er fliegt weiter nach Ezra. Große Leere, fliegt weiter. Zum letzten geht er hier auf Regina, fliegt weiter und kommt somit dort unbehelligt an. Als nächstes ist Malcolm am Spiel dran. Dieser entscheidet sich, okay, ich gehe erstmal auf Persephone einkaufen und hat hier verschiedenste Karten. Einmal den Cortex-Zugang, der bringt einen Mechanik und Verhandeln. Oder halt hier diesen Allrad-Muli. Dann würde ich in dem Fall sagen, ich nehme die zwei auf die Hand. Die eine bleibt erstmal liegen und ich ziehe eine Karte nach. Und dann haben wir hier Sprengladung. Legen diese Karte ab, um sie als Sprengstoff einzusetzen. Oder man kann sie bei einem Kampf als weiteren als eine Pistole benutzen. Dann entscheide ich mich. Ich nehme einmal den Cortex-Zugang und den Muli. Und den Sprengstoff lasse ich erstmal liegen.
kostet mich 2200. Ich habe 3000, das heißt, ich bekomme 800 wieder. Dann rüste ich dann meinen Malcolm mit dem Allrad-Muli aus. Ne, wobei, mit dem Cortex-Zugang. So, nicht ausgerüstete Karten werden beiseite gelegt, können aber dann auch bei späteren Charakteren wieder verwendet werden. Mit der zweiten Aktion gehe ich zu Badger, um einen Deal auszuhandeln. Das heißt, ich ziehe hier drei Karten. Habe jetzt zur Auswahl einmal von Ariel nach Harvest zu fliegen, das ist von hier nach dort unten für 1500. Dann habe ich die Möglichkeit vom Space Bazaar nach Albion zu fliegen. Dafür brauche ich aber, wobei hätte ich Flüchtlinge laden, kein Limit. Pro Flüchtling kann man da 300 kriegen, das ist ganz interessant. Und ich glaube, das nehme ich auch an. Ich nehme die Mission verbreite Chaos an und lege die mir hier perfekt hin. Damit ist Malcolm fertig und Womack ist wieder am Zuge. Dieser hat nun noch eine einzige Mission. Das heißt, er fliegt... er geht erstmal einkaufen in Regina. Hat einmal hier Kylie. Ein Crybaby, um einen Allianzkreuzer loszuwerden, oder Two Fry als Söldner. Hier bin ich erstmal Kylie, die anderen beiden lege ich beiseite. Decke weiter auf drei Karten. Da kaufe ich dann hier den Schiffsaufbau, das Versteck. Dadurch bekomme ich zwei weitere Frachträume und gleichzeitig kann ich Gesuchtwürfe ignorieren. Und Kylie rekrutiere ich auch und bekomme nun 1300, ein neues Crewmitglied und einen weiteren Schiffsausbau. 1300 bezahlen, 100, 200, 300 und die 1000. Erstes Missionsziel ist bei diesem Spiel, bei dieser Mission, zwei Charaktere als zuverlässig zu gelten. Das heißt, in dem Fall führt aktuell Womack mit einem, aber Malcolm wird gleich nachziehen. Aber mit der zweiten Aktion entscheidet sich Womack nach Patience zu fliegen, um dort vielleicht wieder eine Mission zu erhalten. Nutzt einen Treibstoff, fliegt den ersten Schritt. Reaver auf Bolzo, Spiel auf deiner Rechten, bewegt den Reaver-Kreuzer. Zweite Karte. Ein Reaver-Schiff. Oh, wenn wir Glück haben, alle Passagiere und Flüchtlinge sterben. Bei einer 8, zwei Crewmitglieder sterben, ein Crewmitglied stirbt. Er hat nur einen Mechaniker, das heißt, er kann das zweite nicht nutzen. Der Irre Ivan ist somit nicht möglich. Den Waffentest. Auf eine 8, wow. Hat eine 5 plus seine 2, kommt er auf 7. Und hat somit das Problem, dass zwei Crewmitglieder sterben und er ausweichen kann. Ausweichen tut er noch hier. Und danach ist leider Kylie auch direkt tot. Und Womack ist verärgert. Danach wird er hoffen, durch diese Karte stapeln oder mischen, Ringstufen gemischt. Schade um den guten Charakter. So, damit ist sein Zug beendet und Malcolm ist wieder dran. Dieser entscheidet sich nun als erstes seine Mission anzunehmen. Eine Mission, das heißt zwei Passagiere auf Persephone laden. Zwei Passagiere, das ist ein offizieller Job, also auch ein legaler, da wollten wir dann keine Sorgen machen, ob da jetzt eine Kontrolle durch die Allianz kommt oder nicht. Dann fliege ich als nächstes nach Sinon. Erster Schritt.
Zweiter Schritt. Kreuzer auf Patrouille. Der Spieler zu deiner Rechten muss den Allianzkreuzer innerhalb des Allianzraums um einen Sektor bewegen. Dann mit dem weiteren Flug kommt er dementsprechend hier hin nach Sinon. Und wird nun kontrolliert. In dem Falle wird die Karte hier genommen. Sekunde, sehen. Allianzkontakt. Zahle 1000 Dollar pro Steckbrief. Ich habe keinen. Alle Steckbriefe würden entfernt werden. Alle Schmuggelware und Flüchtlinge werden beschlagnahmt, auch die im Versteck. Habe ich keine. Würfle alle gesuchten Crewmitglieder. Habe ich auch nicht. Falls gerade im Flug, Maschinenstopp. Da ich kein gesetzlosen Schiff aktuell habe, ist alles in Ordnung. Somit endet auch der Zug von Malcolm. Womack ist vorbei. Wir gerade gucken. Ist rübergeflogen. Maschinenstopp kann noch eine Aktion ausführen. Da aber meine Mission war, einen um Schmuggelware an Bord zu nehmen, wäre das natürlich jetzt recht fatal, wenn ich das jetzt machen würde. Bei nächster Runde würde ich erneut kontrolliert werden. Das macht nicht viel Sinn. Das heißt, ich mache erstmal ich fliege erstmal zum Space Bazaar, um dort Flüchtlinge aufzunehmen. Wobei, ja doch. Man kann nur eine Aktion jeweils einmal pro Runde machen. Das heißt, ich kann nicht ein weiteres Mal fliegen. Das bedeutet, mit der zweiten Aktion werde ich jetzt einfach Teller waschen und bekomme dafür 200 Dollar. Womack ist dran. Dieser hat noch die Mission Santo. Er macht einmal mit der ersten Aktion einen Schleichflug nach hier. Muss somit keine Karte vom Flugstapel ziehen. Und mit der zweiten Aktion schaut er nach, was Patience gerade für Missionen anbietet. Ein Vierdiebspal, Ensign's World, Rote Sonne. Das ist da ganz unten rechts. In die Richtung muss ich sowieso, weil da unten noch Jianjin ist. Dort müsste ich zweimal provozieren, bräuchte aber dafür Transport, was ich nicht habe. Alternativ haben wir New Melbourne. New Melbourne ist auch da unten. Provoziere für 1000 Dollar plus 1 für jedes mechanische. Bräuchte ich Sprengstoff für, bringt mir nichts. New Hope in Georgia. New Hope. Hierhin könnte ich einen Frachtflug, einen ganz harmlosen, nach Harvest. In die Richtung muss ich sowieso. Das heißt, ich nehme die Mistfuhre an. So, dann ist Malcolm wieder dran. Dieser fliegt mit seinem Kreuzer, gibt einen Treibstoff aus, um weit fliegen zu können. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Und dann einen hier raus. Das heißt, einmal Grenzraum ziehen. Wieder zur Rechten darf den Route mit dem Kreuzer bewegen. Einmal hier hin. Aber jetzt muss ich gerade korrigieren. Er war ja vorhin hier. Ne, hier. Das heißt, er bewegt ihn dorthin. Ne, weil hier wurde er dementsprechend gerade eben von den Reavern angegriffen. Und da er jetzt dran ist, bewegt er natürlich von sich weg. So, mit der zweiten Aktion entscheidet sich Malcolm, bei entscheidet er sich, Flüchtlinge aufzunehmen. Lade Flüchtlinge kein Limit. Das heißt, ich nehme in dem Falle jetzt 4 Stück in die Verstecke. Und dann noch 2 Stück in die normalen Frachträume. Da ich noch einen Pad frei brauche, um gleich die Schmuggelware aufzunehmen. Wenn der Kreuzer da vorne endlich mal verschwindet. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Für die Flüchtlingsmission brauchte ich nebenbei einmal eine
Kampfsymbol, einmal Mechanik und einmal Diplomatie, aber durch den Cortex-Zugang habe ich jetzt von jedem eins. Dann ist Malcolm wieder dran. Dieser entscheidet sich nun, mit einem Schleichflug nach New Hope zu kommen. Und mit dem zweiten aktiviert er dann die Mission und lädt zwei Fracht. Dann ist auch Malcolm schon wieder dran. Dieser entscheidet sich nun, muss nach Albion. Albion ist hier hinten. Treibstoff hat er noch genug. Reichweite von 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Man könnte das auf Risiko fliegen. Aber da ich das Geld lieber bewahren möchte, mache ich einmal einen Treibstoff ausgeben. Schritt 1. Flieg weiter. Schritt 2. Nun habe ich die Wahl zwischen Flieg weiter oder einer Bergungsaktion. Ich fliege aber weiter. 3. 4. 5. Oh, jetzt kann ich eine, ja, mit der letzten Aktion kann ich, Bergungsaktion, kann ich zwei Fracht laden. Was mir aber jetzt gerade nichts bringt. Oder? War doch, nehme ich, nehme eine Fracht davon auf jeden Fall auf. Dann mit der zweiten Aktion kann ich nichts machen, da ich nur einmal fliegen darf. Also kommen wir zu Bomex Aktion. Dieser muss nun nach Santo. Das heißt erstmal einen Schleichflug aus der Reichweite. Und danach geht er wenn ich nochmal fliegen kann. Geht der Teller waschen. Für 200. Nun ist Malcolm wieder dran. Und entscheidet sich erneut, Treibstoff auszugeben, um zu fliegen. Ein Schritt. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Und der vierte Schritt. Der Spieler zu deiner Rechten muss den Allianzkreuz innerhalb des Allianzraums um einen Sektor bewegen. So, bin aber erfolgreich angekommen. Dieser bewegt ihn nach Londinium. Ne, ja doch. Dann. Also. Habe ich nun die. Mit der zweiten Aktion kann ich nun die Mission beenden. Provoziere, entlade Flüchtlinge, erhalte $300 pro Flüchtling. So, ich provoziere. Ziehe die erste Karte. Damit einmal eine Kampfprobe auf die 8. Ein Crewmitglied stirbt, ein Steckbrief wird ausgestellt. Oder alternativ ein Diplomatieversuch. Geld regiert die Welt. Das ist aber Stufe 11. Und ich habe 2 Diplomatie, das heißt, ich brauche auf jeden Fall 9. Bei der Fälle kann ich hier aber, da es eine Bestechung möglich ist, kann ich es mit Geld wieder gut machen. Das heißt, ich versuche den Geld regiert die Welt-Wurf. Würfel eine 4 plus meine 2 komme ich auf 6, das heißt, mir fehlen noch 5. Das heißt, ich bezahle $500, um diese Mission erfolgreich abzuschließen. Somit habe ich die Provozieren-Karte abgehandelt. Nun provoziere, entlade danach Flüchtlinge, erhalte $300 pro Flüchtling. Da sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flüchtlinge. 6 mal 3 sind 1800. Da ich keine Crew habe, bekomme ich auch den kompletten Sold. Ich gebe aber jetzt mal 200 ab und bekomme dafür dann die 2. Und nun bin ich bei Badger. Zuverlässig. Dann ist Womack wieder dran. Womack schaut und überlegt sich, dass er jetzt nach Santo fliegt. Santo ist direkt da vorne.
1, 2, 3, 4, 5. Er hat nichts Kriminelles an Bord, das heißt, er macht eine Flugaktion, gibt einen Treibstoff aus, fliegt nach hier, 1. So, der Kreuz darf bewegt werden. 2. Notsignal. Verbrauch einen Treibstoff, entferne eventuell verärgert Marke von allen Crewmitgliedern mit Moral. Nimm $200. Flieg weiter, Maschinenstopp. Alle Crewmitglieder mit Moral erhalten einen Verärgert-Marker. Flieg weiter, machen wir. Da ich keine Crewmitglieder habe, komme ich dahin mit der 3. Zollkontrolle. Alle Schmuggelwaren und Flüchtlinge, die sich nicht im Versteck befinden, werden beschlagnahmt. Maschinenstopp. Alternativ bekomme ich einen Steckbrief und würde die Mission verlieren. Das heißt, ich würde die Mission von Patience verlieren. Das heißt, ich mache die Zollkontrolle, verliere dadurch nichts, da ich nichts Kriminelles an Bord habe und beende somit den Zug. Dann ist Malcolm dran. Da haben wir einmal die Mission nach Osiris. Das machen wir doch jetzt direkt. Mit einer Aktion fliege ich hier rüber in Schleichfahrt und mit der zweiten Mission Aktion beende ich die Mission Kutschiere Studis, lade zwei Passagiere, entlade zwei Passagiere und erhalte deinen Lohn. Das sind in dem Falle 700. Und ich bin bei Haken beliebt. 700. In diesem Moment habe ich die Mission erfüllt für das Ziel Nummer 1. Um das Ziel zu erreichen, muss dein Ruf bei zwei verschiedenen Kontakten zuverlässig sein. Sobald du dieses Ziel erreicht hast, nimmst du einen Zielmarker. Das heißt, Malcolm hat jetzt schon eins seiner Ziele erreicht und ist somit jetzt in Führung gegangen. Aber Womack ist auch auf einem guten Weg. Dieser ist jetzt auch wieder dran. Er entscheidet sich jetzt zu fliegen, und zwar wieder mit Treibstoff. Erster Schritt und zweiter Schritt. Nichts passiert, das ist schon mal nicht schlecht. Und dementsprechend mit der zweiten Aktion macht er die Waffenschmuggel in Jiangjin. Das ist eine illegale Option, ich muss dementsprechend jetzt aktuell eine Provozieren-Karte nutzen. Der beste Tag aller Zeiten. Das war bombastisch. Wenn du schicke Klamotten hast, weiter. Ansonsten Diplomatietest auf 6. Alternativ, meine Schwester war verrückt. Wenn du einen Sunny hast, weiter. Ansonsten mechanischen 6. Okay. Oder wenn ich Simon Tam hätte, würde es weitergehen. Da ich keine Sunny-Fähigkeit, sondern habe nur einen auf diplomatisch, werde ich jetzt versuchen, den Diplomatietest von 6 zu schaffen. Habe eine 2 plus 1 habe ich 3, habe ich somit fehlgeschlagen, Versuch fehlgeschlagen. Ich kann das nächste Runde erneut versuchen. Und dann ist Malcolm wieder dran. Da haben wir noch die Mission nach Sinon. Aber erstmal geht er in Osiris einkaufen. Kauft erstmal hier Treibstoff. Und danach gucken wir mal in die einzelnen Teile. Da haben wir einmal einen Antriebskern mit Geschwindigkeit 4. Schön bei dem ist, der hat benötigt keinen Vollschub, also keinen Treibstoff beim Vollschub. Das ist eine ganz praktische Sache, hat aber nur eine Reichweite von 4. Dann gibt es Yolanda. Eine Gaunerin und Companion mit 2 Diplomatie und 1 Mechanik oder einen Sunny. Ein Sunny ist ganz praktisch, der kann verhindern, wenn Charaktere theoretisch sterben würden. Hat dieser die Möglichkeit, bei einer 1 bis 4 das nicht hinzuschaffen, aber bei einer 5 und 6 würde er diese Charakter retten. Da ich in der nächsten Mission 2 Diplomatie brauche, nehme ich Yolanda schon mal auf die Hand.
ziehe zwei weitere Karten. Habe jetzt noch einen Meditech erneut. Und einen Reichweite 6 Antriebskern. Aber da ich nicht so viel Geld habe, rekrutiere ich jetzt einfach nur Yolanda für 300. So. Mit der zweiten Aktion fliege ich dann jetzt nach Richtung Sinon. 1, 2, 3. Also ein Treibstoff. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Und der dritte Schritt. Erfolgreich geschafft. Und dann ist Womack wieder dran. Dieser versucht die Mission erneut zu schaffen. Hat nun die Allianz-Agenten. Das ist natürlich nicht gut. Weil die sind recht fies. Ich sehe es genauso, die Hände sind blau. Erfordert Transport, Versuch fehlgeschlagen. Transport habe ich leider nicht. Ärger, wie du ihn nicht vorstellen kannst, ein Stufe 10 Waffentest. Alle Crewmitglieder sterben bei 1 bis 5 und ich bekomme einen Steckbrief, was in dummer Weise dann auch den Haken Sympathiebonus verliert. Zwei Crewmitglieder sterben, Steckbrief ausgestellt. Oder bei einer 10 Versuch verpatzt. Da ich keine andere Option habe, muss ich den Waffentest machen. Habe eine 6 plus 2, das heißt, ich brauche noch 2. Komm, komm, komm. 2, geschafft. Komme ich genau auf 10, habe somit die Mission, zumindest die Karte, geschafft. Aber leider ist die Besonderheit bei dieser Karte, dass man bei Versuch auf 10 auch verpatzt, aber zumindest stirbt niemand. Also wieder keine erfolgreiche Runde. Ja, Womack hat diesmal kein Glück. Entscheidet sich mit der zweiten Aktion aber jetzt ein bisschen Teller abzuwaschen und bekommt nochmal $200 hinzu. Und hat aktuell 3,5. Wo Merkel nur 1,3 hat. Also aktuell geldtechnisch Womack schon im Vorteil, aber leider von den Missionen nicht. Aber jetzt geht's weiter mit Malcolm. Malcolm ist nun hier auf Sinon, macht eine Mission, sagt Sinon, Diskretion erforderlich, illegal, Schmuggelmission, einmal provozieren und dann bekommt man ein Schmuggelgut. Provozieren. So ist es hier Gesetz. Geld regiert die Welt. Das ist dieselbe Karte wie vorhin. Eine Stufe 11 Bestechung. Bei 1 bis 10 ist fehlgeschlagen, bei 11 oder höher geht's weiter. Ich mache den Diplomatietest. 1 plus 4 Diplomatiemarker habe ich dann dementsprechend 5. Somit muss ich mich von 600 trennen, damit ich diese Mission direkt erfüllen kann, oder zumindest anfangen kann. Und dann bekomme ich ein Schmuggelgut. In den Frachtraum. Mit der zweiten Aktion mache ich mich nun auf den Weg Richtung Boros, das ist hier hinten. Und dementsprechend mache ich dann eine Flugaktion. Treibstoff wird ausgegeben. Schritt 1. Der Spieler zu deiner Rechten darf die Allianzkreuzer bewegen. Dann haben wir 2. Zollkontrolle. Ich bin von Haken befreundet, somit kann ich den Effekt ignorieren. 3. Allianzkreuzer. Bewegen Allianzkreuzer auf deinen Sektor. Zahle $1000 pro Steckbrief. Da ich keinen Steckbrief habe, ist alles okay. Entferne alle Steckbriefe. Alle Schmuggelwaren und Flüchtlinge werden beschlagnahmt, auch die im Versteck. Leider ist meine Schmuggelware dadurch fort. Alle gesuchten Crewmember. Ich habe keine gesuchten, also ist alles okay und meine Maschinen werden angehalten. Danach wird der Stapel neu gemischt. Das war natürlich ungünstig. Jetzt muss ich irgendwo ein Schmuggelgut herbekommen. Sei es von einer anderen Mission oder durch einen Bergungsauftrag oder ähnliches.
ungünstig. Aber jetzt. Wobei, ich sehe gerade. Ne, doch nicht, der ist hier. So, ja, da ist der Zug beendet und Womack ist wieder dran. Dieser versucht erneut zu provozieren. Eine steife Angelegenheit. Er fordert schicke Klamotten. Schicke Klamotten habe ich nicht. Also ein Diplomatietest von 6. 5 plus 1, was ich an Diplomatie habe, habe ich es geschafft. Herrlich. Und damit kommen wir hier 2 Schmuggelwaren an Bord. So, mit der zweiten Aktion gucke ich, dass ich jetzt nach Harvest oder nach Jiangjin komme. Harvest oder Jiangjin? Ich fliege aber erst Richtung Space Bazaar. Gib einen Treibstoff aus. Flieg ein. Nichts passiert. 2, 3, 4 und 5. Nichts passiert. So, mit der ja, damit ist er durch. Danach ist Malcolm dran. Er fliegt mit seiner Schleichfahrt nach Items und geht zu Patience, um eine Mission zu kriegen. Braucht entweder Sprengstoff oder Transport. Anson's Word, dann nehme ich schon mal die auf die Hand. Und dann 2 weitere. Einmal nach Three Hills, Georgia. Dort Fracht aufnehmen und nach Harvest bringen. Oder nach Persephone flagen und dort fliegen und dort 2-mal provozieren. Dann nehme ich die beiden Karten mit den Provozieren-Karten auf die Hand. Und bin dann auch wieder fertig und Womack ist dran. Dieser geht einmal zu Amondul, nach Deals fragen. So, einmal von Harvest nach Green, nach Bellerophon, von Greenleaf ist direkt daneben an, nach Hera. Hera ist, wo ist denn Hera? Hier unten. Er nimmt die 2 Frachtflüge an, die jeweils von Harvest losgehen und nach Albion und nach Bellerophon. Bellerophon ist hier und Albion ist hier unten. Mit der zweiten Aktion fliegt dieser nun nach mit einem Schlabberla. Nee, doch nicht. Mit der zweiten Aktion geht er einkaufen. Holt sich einmal für 500 Kredite Treibstoff. Hat somit wieder 6. Und dann gucken wir mal, was es zu kaufen gibt. Haben wir einmal Wash, der ist zumindest ziemlich interessant. Die Schusswaffe nimmt er mit und guckt mal, was es auf dem Space Bazaar gibt. Tracy, den wollen wir jetzt nicht. Das heißt, wir kaufen uns die Schusswaffe für 400 und rekrutieren Wash für 200. Macht zusammen 600 Credits. 2, 3, 400 zurück. Und damit ist er fertig und Malcolm ist wieder dran. So, dann fliegen wir als nächstes hier nach Persephone. Das heißt, ein Treibstoff wird ausgegeben. Eins. Das Spiel zu deiner Rechten kann die Allianzkreuzer bewegen. Bewegt ihn natürlich hierhin. Dadurch würde ich kontrolliert, habe aber keinen
negativen, aber dadurch wird mein Flug beendet. Ja, das war dann auch schon wieder mein Zug. Womack ist dran. Dieser muss nun nach Harvest, gibt einen Treibstoff aus, fliegt einmal hier hin. Schrotthändlerüberfall durch die Maschinen des Netzes, also Maschen des Netzes, entweder eine Stufe 5, lege einen Schiffsausbau ab, Maschinenstopp oder flieg weiter, oder ein Crewmitglied stirbt. Entweder eine Stufe 9 Waffentest oder eine Stufe 5 Mechaniktest. Ich versuche den Mechaniktest. 3 plus 1 von Wash sind wir bei 4, das heißt, ich versage, dein Schiffsaufbau geht kaputt. Schade. Und der Kreuzer bleibt stehen. Dann kann er gar nichts machen, weil hier ist auch kein Planet, somit kann ich keine Tellerwäscheraktion machen. Danach ist dann dementsprechend Malcolm wieder dran. Dieser entscheidet sich wieder, einen Treibstoff auszugehen, um nach Persephone zu kommen. Erster Schritt. Alles zur Kontrolle. Ich bin mit Haken befreundet, also kann ich es ignorieren. Zweiter Schritt hierhin. Ein dritter Schritt dorthin. Zollkontrolle erneut ignorieren und Persephone einwandfrei erreicht. Ohne Zwischenfälle. Mit der zweiten Aktion mache ich dementsprechend jetzt hier die Mission Badger, der Kartoffelheld. Ist eine illegale Mission. Muss ich nach Persephone fliegen und dort 2 provozieren Aktionen schaffen. Die erste, von Hinterwäldern entführt. Die Hexe soll brennen. Eine Diplomatietest auf die 8. Da ich 4 Diplomatie habe, ist es schon ganz interessant. Und ich muss diese Winner, Hinterwäldler habe ich keine, Pistolen habe ich auch keine. Das heißt, ich muss die Diplomatietest machen auf die 8. Wenn ich es nicht schaffe, stirbt ein Crewmitglied und der Versuch ist fehlgeschlagen. Ich brauche eine 4, 5 oder 6. Eine 6, habe es somit erfolgreich geschafft. Zweite Karte, das Recht des Sheriffs. Der ist schwer zu überzeugen auf 8. Natürlich bekomme ich einen Steckbrief, das wäre recht ungünstig. Und die Hölle folgte ihm nach auf die 9. Oh, ich brauche einen Companion. Yolanda hat das Schlüsselwort. Ja. Yolanda hat ein Schlüsselwort Companion. Dadurch kann ich hier jetzt unten den Joker benutzen, Companion, und somit die Mission direkt schaffen, ohne einen Test abzulegen. Dadurch habe ich jetzt 2 provozierende Karten absolviert. Dann erhalte ich Lohn. So, verwische danach muss ich, genau, ich halte Lohn. $300 plus 500, weil ich einen Companion dabei habe. Aber minus 300, weil ich den Companion dabei habe, weil er mir dementsprechend noch Geld abzapft. Danach kommen wir zum Punkt, verwische die Spuren. Das ist hier dieser kleine Nebeneintrag. Dort muss ich einen Stufe 6 Test ablegen auf Diplomatie. 2 plus meine 4 Diplomatie gleich 6 habe ich somit erfolgreich absolviert und verliere somit nicht den Ruf bei Badger und die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Somit bin ich jetzt noch befreundet mit Patience. Ja, die Polizei fährt vorbei und erreicht uns somit nicht. Entschuldigung für die Serie. So, dann ist Womack dran. Dieser möchte jetzt auf Nummer sicher gehen, fliegt mit einem Schritt hier nach Harvest und macht dementsprechend jetzt seine Arbeit. Das war der Frachtflug. Er erhalte 2 Fracht und gibt 2 Fracht ab und erhalte den Lohn. Das sind 1500 minus die 200 für Wash. Das heißt 1300 bekommt dieser jetzt. So. Damit ist die absolviert und jetzt bin ich auch bei Patience beliebt mit Womack. Dadurch habe ich auch meine 2 positiven Rufmarker. Das heißt, auch Womack hat sein erstes Missionsziel erreicht. Damit ist der Zug von Womack beendet und
Malcolm ist wieder dran. Dieser geht als erstes mal einkaufen, da er fast gar keinen Treibstoff mehr hat, und kauft sich für 400 neuen Treibstoff, das heißt 4 Marker, und hat somit auch wieder 6 auf Lager. Danach gucken wir mal in den Markt von Persephone. Dann haben wir den Sprengstoff von vorhin und noch einen Cortex-Zugang. Dann nehme ich mal den Cortex-Zugang auf die Hand. 2 weitere Karten. Da habe ich einmal Nobles Duellrapier. Schicke Klamotten bringt mir dies als Bonus. Und Mann fürs Grobe. +1 Diplomatie, wenn er eine Schusswaffe hat. In dem Falle spare ich das Geld lieber und kaufe mir keine der Karten. Wo habe ich mir den Cortex-Zugang? Ich hole mir den Cortex-Zugang für 1200. Rüste damit Yolanda aus und leg das Transportmuli erstmal beiseite. Jetzt muss ich gerade was nachgucken. Die letzte Mission war ein Verbrechen und Malcolm hat die Sonderfertigkeit, wenn er bei Verbrechen unterwegs ist und die erfolgreich abschließt, bekommt er 500 extra dazu. Somit hat er 500 mehr. Aktueller Stand sind 2800 gegen, nee, doch nicht, doch 2800 zu 3700. Somit ist Womack ein bisschen in Führung gegangen. Und dann fliegt nun Malcolm mit seiner zweiten Aktion Richtung Anson's World, was unten rechts ist. Mit dem ersten Schritt hier hin. Der Allianzkreuzer, das war natürlich wieder Glück. Stapel wird neu gemischt. Ich habe keine Kriminellen an Bord, habe keine Steckbriefe und habe keine Schmuggelgüter, also alles in Ordnung. So, aber leider ist dadurch mein Zug beendet worden. Dann ist Womack dran. Dieser hat noch 2 weitere Missionen, die er bei Harvest absolvieren kann. Lädt somit mit dem mit seiner Aktion Deals Arbeit, lädt er 2 Fracht. Damit hat er seine erste Aktion absolviert. Und muss aber ja noch nach Jiangjin. Ja, das ist zu weit weg. Mit der zweiten Aktion geht er Teller waschen. So, und somit hat er einen weiteren Auftrag aktiv. Dann ist Malcolm dran. Dieser nutzt erneut einen Treibstoff, um zu fliegen. Schritt 1. Das Spiel zu deiner Rechten kann er Allianzkreuzer bewegen. Und wieder erneut beendet. Ja, kein Glück. Oder Glück für Womack, je nachdem. Womack ist dran, aktiviert dann erneut eine Mission. Auch wieder bei Harvest 2 Fracht einladen, ist auch wieder legal. Und mit seiner zweiten Aktion macht er sich nun auf den Weg Richtung Jiangjin, das ist hier. Und nutzt dafür einen Treibstoff, damit er direkt dort ist. Erster Schritt. Schiffswrack, Bergungsaktion, lade 2 Fracht, Maschinenstopp oder flieg weiter. Wir fliegen weiter nach Jiangjin und kommt dort auch erfolgreich an. Malcolm ist wieder dran. Dieser entscheidet sich, erneut einen Treibstoff auszugeben. Fliegt nach Amondul, Space Bazaar, einmal Grenzraum. Reaver-Köder, bewege das Reaver-Schiff in einen beliebigen Grenzsektor, in dem sich keine Firefly befindet.
Damit bewege ich den mal dorthin. Mit der zweiten Aktion bewege ich mich hier hin. Der Spieler zu deiner Rechten darf den bewegen. Und mit der letzten komme ich dorthin. Habe ich auch geschafft. Und mit der zweiten Aktion macht er die Verbrechensaktion. Anson's World, rote Sonne, zweimal provozieren. Erste Karte, ein Hinterhalt. Sie haben uns eingekreist. Ein Stufe 8 Kampf. Ein Crewmitglied Job, Steckbrief ausgestellt, Versuch fehlgeschlagen. Alternativ erfordert 5 oder mehr Crewmitglieder bei diesem Job. Weiter, habe ich leider nur 2. Und wenn ich ein Scharfschützengewehr, könnte ich das Mittel passen. Ich versuche zu kämpfen und brauche eine 6. Komm schon, komm schon. 5 plus 2 gleich 7. Das ist Murks. Dadurch ist Yolanda leider tot. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Und dadurch, dass ich jetzt einen Steckbrief auf mich abbekommen habe, sind die Mission Chinon bei Amondul gescheitert. Gleichzeitig ist Harkin nicht mehr sehr erfreut, mit mir befreundet zu sein. Somit ist er auch weg. Und der klassische Viehdiebstahl ist leider auch fehlgeschlagen bei Patience. Und somit ist Patience auch nicht mehr mit mir befreundet. Das war fatal. Missionen, die nicht absolviert wurden, kommen wieder zurück in die Auswahl bei den jeweiligen Kontakt. Das ist nach hinten losgegangen. Somit habe ich jetzt in dem Fall einen gesetzlosen Schiff, weil ich einen Steckbrief auf mich ausgestellt habe. Jetzt muss ich gucken, wie ich an Kohle komme. Aber jetzt ist erstmal Womack dran. Womack fliegt mit... der macht jetzt die Aktion Arbeit auf Jiangjin, kann dadurch jetzt seine Mission Waffenschmuggel abschließen, wo er von Santo nach Jiangjin fliegen musste. Dort entlädt er jetzt 2 Schmuggelwaren und erhält dafür Lohn. Das sind 2000 plus 300, wenn er ein Soldat ist. In dem Fall ist es so, das heißt, er bekommt 2300. Das heißt 2,5. So, somit hat er jetzt auch schon 6000. Das bedeutet, mit der zweiten Aktion macht dieser sich jetzt auf den Weg nach Ezra, weil da er jetzt 6000 hat, bekommt er seinen zweiten Zieltoken. Und nun muss er noch nach Ezra fliegen und dort das Geld bezahlen. Ein Treibstoff wird ausgegeben. Er fliegt einmal nach hier. Dann fliegt er nach dort. Dann nach hier. So, ist er schon mal den Reapern ausgewiesen. Reaver. So, mit dem vierten Schritt geht er hier hin. Und mit dem fünften Schritt geht er noch hier. Und somit ist er mit der Aktion fertig. Hier ist kein Planet, das heißt, er kann keinen Job annehmen oder kann nicht Teller waschen. Malcolm ist dran. Dieser hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Er hat nicht genug Kohle und ähnliches. Also probieren wir für einen Treibstoff, fangen wir an zu fliegen. Nach Harvest. Nach hier. So, was haben wir hier? Wenn du einen Piloten hast, flieg weiter. Verbrauche einen Treibstoff und flieg weiter. Alternativ könnte man auch eine Werbungsaktion machen, um Fracht zu bekommen. Bringt mir aber auch nicht viel, weil ich keinen Mechaniker habe. Das heißt, ich fliege weiter, komme hier hin. Das Spiel zu deiner Rechten muss den Reaver-Schiff innerhalb des Grenzraums um einen Sektor bewegen. Fliegt nach hier. Die Reaver greifen an. Gib mir den Irren Ivan. Benötigt Pilot und Mechaniker. Ich habe leider nur einen Pilot. Das heißt, alle Passagiere und Flüchtlinge sterben. Habe ich keine.
Dann würfel ich eine W6. 3 plus 2 sind wir bei 5. 2 Crewmitglieder sterben, ausweichen. Ich weiche somit nur aus. Und werde verärgert. So, dann ist Womack wieder dran. Womack muss einmal nach Albion und einmal nach Bellerophon. Das heißt, er gibt einen Treibstoff aus. 1. Geleit für ein Frachter. Wollen wir nicht. 2. Zollkontrolle, bekannt bei Haken, also egal. Bellerophon ist hier, das heißt, mit der letzten Karte fliegt weiter, schafft er es auch problemlos. Mit der zweiten Aktion macht er die Mission fertig, das heißt, er entlädt 2 Fracht. Und erhält Lohn, in dem Fall sind das 1300, abzüglich 200 sind 1100. Wenn er nicht schon genug hätte. Dann ist Malcolm wieder dran. Dieser fliegt. Einmal hier hin. Einmal dorthin. Und dann nach Persephone. Eine Ausfallprobe oder verbraucht 2 Ersatzteile, fliegt weiter. Ja, ich habe einen Maschinenstopp. Das ist eigentlich egal, weil ich ja sowieso hier hin wollte. Dann mit der zweiten Aktion gehe ich zu Badger. So, was haben wir denn hier? Persephone nach Silverhold. Ja, das ist zu weit. Athens nach Georgia, von Georgia. Motherload. Motherload ist. Wo ist denn Motherload? Motherload. Na, da unten. Das bringt nicht viel. Ja gut, ich kann jetzt eigentlich nur hier einen kleinen Schmuggeljob annehmen. Aber da sowieso jetzt wahrscheinlich gleich beendet ist, weil jetzt ist Womack dran, der gibt wieder einen Treibstoff aus. 1, 2, 3. Weg weiter. 4. Das Schiff kommt dorthin. Wupp. Pilot und Mechaniker. Pilot habe ich aber keinen Mechaniker. Also Kampfprobe auf die 8. 5 plus 3, 8 habe ich zumindest geschafft. Ein Crewmitglied stirbt. Wash ist leider auch Geschichte. Mit dem Ausweichenmanöver komme ich aber hier hin. Und damit kann ich jetzt mit meiner zweiten Aktion in Ezra das Geld abgeben, erhalte den dritten Zielmarker und somit hat Womack diese Runde gewonnen. Das war dann auch schon das Let's Play zum Spiel Firefly. Wie man sieht, kann sich das Spiel innerhalb von ein paar Zügen im Kräftegleichgewicht verändern. Also zu Beginn dachte ich, okay, Malcolm macht das Spiel, endete aber im Nachhinein als mittelloser, crewloser, zur Fahndung ausgeschriebener Held. Womack hingegen hatte einen bisschen schwereren Start, hat aber dann im Nachhinein das gute Aneinanderreihen von Missionen sein Ziel erreicht. Er konnte für $6.000 sein Schiff zurückkaufen oder final kaufen, um Missionen im Würst zu absolvieren. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Solltet ihr Fragen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches haben, einfach unten in die Kommentare oder per Mail an mich. Ich verabschiede mich dann jetzt und wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit Firefly. Ciao!